glaube, wir haben ein Problem. Es sind fast 17,4 Millionen. Ernsthaft? Wie lange soll ich denn da sparen? Ich glaube, ich kann gerade nicht rausfliegen, weil gerade hier Alarm ist. Kann das sein? Er lässt mich nicht rausfliegen. So, alle Systeme einsatzbereit. Können wir losfliegen? Ne, will er nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Warte mal, ich versuche mal zu schieben. Ne. Vielleicht weil Alarm ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich muss mal mit Captain nochmal reden. Wo war die Treppe? Hier. Ich fliege einfach mit dem Jetpack nach draußen ins Weltall. Juhu. Alter, fast 30 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig! Vielen lieben Dank und willkommen zu Let's Play Live Show! Hallo! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist, wie komme ich denn? Hallo? Und willkommen zum Finale von No Man's Sky. So. Hier explodiert gleich das ganze Universum. So, was ist denn jetzt hier? Draußen ist gar nichts mehr los. Hör auf, Alarm zu geben. Kann ich Alarm irgendwie stoppen? Ja. Kannst du deinem Captain da unten mal sagen, der soll mal Alarm ausschalten? Freunde. Warte mal, ich guck noch mal eben wegen den Units. Ja, 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 nicht umsonst kann ich dir meinen Frachter anbieten. Ja, hört, hört. Ja, Frachter kaufen. Sehr schön, du wirst es nicht bereuen. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt gekauft, aber nein. Nein, es sind nur 7,2 Millionen, nicht 17. Ne? 7,233 sind's. Alter, hat der nur 13 Plätze? Das ist aber wenig. Mich würde interessieren, wie viel Plätze, wie viel man da lagern kann maximal. Wahrscheinlich 1000, denke ich mal, ne? Gibt es so etwas, was in No Man's Sky nicht so toll findest? Ja, die, dass ich aus dem Lager gerade, dass ich aus dem Frachter gerade nicht rauskomme, diese Minibugs, nein. Und zwar, dass, die Menüführung finde ich ein bisschen nervig gestaltet. Boah, das geht mir aber jetzt auf, das geht mir aber so auf den Sender. Die Menüführung, wenn du Sachen sortierst, wenn du anfängst, dann von A nach B zu sortieren, musst du immer wieder klicken und dann neu und dann wieder klicken. Oder wenn du was baust, kann ich dir zeigen hier, wenn du was anfängst zu bauen, dann musst du jetzt hier Viereck drücken, dann baust du das, ne, als Beispiel Schildplatte, ich mach das mal, Schildplatte, so, dann geht das weg, das Menü, dann musst du wieder hier drauf drücken, dann wieder und wieder und wieder und wieder. Oh, das nervt ein bisschen, das ist ein bisschen, was ich schon gut finde, ist, dass du auch Sachen jetzt, was ich wiederum gut finde, ist, dass du zum Beispiel so Sachen wie Schildplatte, was du vorher nicht konntest, kannst du jetzt auch stacken. Hier steht jetzt zum Beispiel so eine kleine 1, das ging vorher nicht. Vorher hast du immer, für jede Schildplatte brauchtest du einen Inventarplatz. Nervig. Ja, und da gibt es halt so kleinere Bugs, die halt nerven. Wie gesagt, das mit dem Spiel abstürzen hatte ich bis jetzt zweimal noch gehabt. Das nervt halt noch ein bisschen. Und halt, ja, so Sachen wie jetzt zum Beispiel. Was passiert ist? Ich komme nicht mehr weg. Keine Ahnung. Ja, das Crafting ist so... Ja, was heißt überladen mit Crafting? Die Frage ist, was meinst du damit? Ich sag mal, die Idee finde ich ganz super. Jetzt, wie gesagt, mit dem Bauen und so, dass du jetzt echt so... Aber dieses hin und her und ne, hier auch mit dem Cursor, das hätte man einfacher gestalten können, indem man das einfach mit dem Digipad jetzt auswählt alles. Würde viel schneller gehen, als wie das mit dem Cursor jetzt hier so hin bewegen muss. Na, ich meine, auf dem PC wird es natürlich schneller gehen mit der Maus, aber wir sind ja nicht auf dem PC, ne? Ja, Freunde, speichert er denn, wenn ich rausgehe? Natürlich nicht, ne? Toll. Und ich kann nicht speichern. Das ist super. Das heißt, wenn ich jetzt beende... Warte mal, kann ich das von hier aus beenden? Kann ich von hier aus speichern? Bonusinhalte einlösen. Ja, super. Fotomodus. Fotomodus? Es gibt einen Fotomodus?
Warte mal, Spielstand laden. 22.16 Uhr? Alter, das ist fast eine ganze Stunde her, wo ich letztes Mal gespeichert habe. Ach du Scheiße. Warte mal. Fotomodus. Bei aktivierten Fotomodus erhältst du keine Benachrichtigungen oder Wahrnehmungen von riesigen Gefahren oder Storyereignissen auf dem Bildschirm. Fortfahren. So, wie funktioniert der jetzt? Ach so, da ist einfach nur das HUD ausgeschaltet. Ja, das ist super. Das ist ein toller Fotomodus. Ich dachte, ich habe jetzt so eine Kamera, womit ich rumfliegen kann. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Speicherstand zu laden, weil ich komme eh nicht weg aus der Base. Ich habe so ein bisschen der Befürchtung, dass wir da... Wo waren wir denn da gewesen vor einer Stunde? Ich will hier weg. Oder habe ich keine... Power mehr für die Startdüsen. Doch, habe ich doch. Impulsantrieb ist auch voll. Schild. Auch hier dieses ewige Nachladen. Und ich meine, klar, das kann man im Schnellmenü machen. Ne, das kann ich hier machen, im Schnellmenü. Ja, wieso komme ich jetzt nicht raus? Okay, ich lade es den anderen Speicherstand. Mal gucken. Ich habe Angst. Siri? Bist du es? Oder Google? Google, sag mir. Wo ist der nächste Italiener? So. Oh Gott, ich habe eine schlimme Befürchtung, wo wir jetzt da sind. Haben wir irgendwie... Nein, die ganzen Klamotten, die wir gesammelt haben. Nein, das war von der ganzen... Das haben wir in der ganzen Stunde jetzt gemacht. Ne? Wir haben in der ganzen Stunde die ganzen Materialien gesammelt, ne? Die sind jetzt bestimmt alle weg, oder? Dieses Antrium oder Atrium. Oh Gott, nein. Die werden jetzt alle weg sein. Also vermute ich mal. Weil ich glaube nicht, dass ich da... Nein. Alles umsonst gefarmt. Boah. Und das ist dann auch so ein Kriterium, dass ich das Spiel hasse. Zwischendurch mal, was ich nicht so gut finde. Komm, wir fliegen erstmal zur Basis zurück. Zu unserer Hauptbase. Boah, alles umsonst gesammelt. Alter. Ja, da macht. Wir haben überlebt, wir haben eine ganze Stunde gefarmt. Eine ganze Stunde haben wir gefarmt. Huch. Boah, und dann wirst du so vom Spiel im Arsch getreten. Alter. Toll, Spiel. Ganz toll. Das hast du ganz toll gemacht. Können wir mal gucken, ob bei uns. Ob bei uns auf dem Planeten. Auch solche Sachen gibt. Also immer im Hinterkopf behalten, die Sachen leuchten. Oh, wie assi. Eine ganze Stunde gesammelt und alles weg. Boah, wir hatten so viel. Wir hatten so viel. Boah, und wir hatten so viel gehabt. Verdammt. Also da kann ich echt dann auch fuchsig werden bei sowas. Das ist... Mist. Wir können ja bei uns mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Höhle finden oder so. Ob wir hier fündig werden. So. Dann wollen wir mal landen. Ich gebe dir gleich Landemani frei. Guck mal, da leuchtet doch was, ne? Hier leuchtet ganz viel. Wenn wir gar nicht wegfliegen brauchen. Alter, was?
Ach komm, hör auf. Ich bin so schlau. So. Viele sagen ja, dass Astroneer, was es auf Steam gibt, deutlich besser ist als No Man's Sky. Ich hab's gespielt, ich hab's auch hier. Ich hab's mir am PC geholt. Ich find's ganz cool. Also es macht vieles. Es macht vieles, klar, vieles natürlich besser wie No Man's Sky. Möchte ich nicht abstreiten, aber ist ja auch nicht gerade schwer, ne? Weil No Man's Sky natürlich vieles falsch gemacht hat und schon raus ist. Und wenn ich jetzt Spieleentwickler wäre und ein Spiel entwickeln, würde ich sagen, ich mache jetzt ein No Man's Sky, aber besser wie die. Ist natürlich einfach, ne? Weil man jetzt natürlich sagen kann, ja, ich weiß, was die Leute wollen oder beziehungsweise was die nicht im Spiel haben, baue ich ein. Aber ich finde, ja, Astroneer ist schon ganz cool, macht echt Spaß. Ist aber noch ein Indie-Titel, ne? Mal gucken, wie es wird. Na, ist echt cool. Auch was ich zum Beispiel bei Astroneer sehr, sehr geil finde, ist das mit dem, mit diesem Strom und alles, dass du da wirklich sorgen musst für Sauerstoff und für Stromleitung und alles. Das finde ich sehr, sehr geil. Also das ist sehr, sehr cool gemacht. Nur bei mir auf dem Rechner läuft nicht so ganz rund. Aber macht echt eine Menge Spaß, muss ich sagen. So. Jetzt sammle ich hier nochmal ein paar Sachen. Hätten wir gar nicht wegfliegen brauchen. Wir haben alles bei uns auf dem Planeten. Ja gut, vielleicht bis auf dieses, diese radioaktive Pflanze. Ich glaube, die haben wir nicht bei uns. Aber wir haben auf jeden Fall hier unser Pflänzchen Antrium. Was wir gut gebrauchen können. Hier leuchtet es immer noch grün. Wo haben wir sie? Wahrscheinlich hier drin, ne? Oder? Da ist es. Kriegen wir noch ein bisschen Eisen raus. Gut. Also ich sammle jetzt nicht wieder eine Stunde, ne? Also nicht wundern. Huch. Oh, Alter. Oh. Okay. Und wir haben hier nicht gerade wenig, fällt mir gerade auf. Nein, das ist es nicht. Ich habe nichts mitgenommen. Ciao. Das Problem an No Man's Sky ist, zu viel versprochen wurde. Ja, wie gesagt, kann man sich... Sag ich, glaube ich, heute zum... Was denn jetzt? Was war's denn? Kinomodus oder was? Das habe ich... Ich glaube, das sage ich heute schon zum dritten Mal. Man kann sich darüber streiten, was man will. Ob halt, wie gesagt, dieses falsche Versprechung, wie gesagt, kann man sich drüber streiten, aber wie gesagt, ich meiner Meinung nach, für mich, es ist meine Meinung, nicht deine, nicht eure, nicht keine Ahnung, für mich ist es genau das Spiel, was ich erwartet habe, Erkundungsspiel, ne, klar, rumlaufen, tralala, wird nach einer Zeit öde und eintönig, kann ich vollkommen verstehen, ne, und diese Versprechung mit halt, ne, riesigen Sandwürmern und so, die Videos kenne ich selber, weiß ich, und dann kommt es halt jetzt erst rein mit den ganzen Sachen. Mein Gott, und dann ist es so. Ich finde es trotzdem ein zauberhaftes Spiel. Sie haben echt ein tolles Spiel abgeliefert, was, wie es aussieht. Also ich kann mich immer noch in diesem Spiel verlieren. Über Stunden hinweg. Na, und das, wie gesagt, ne, bleibt jedem selbst überlassen. Das ist auch bei anderen Spielen halt so. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ja. So. Denkst du, man kann sogar die Erde im Spiel bereisen? Boah, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Das. Boah. Vielleicht als Easter Egg irgendwie oder so. Vielleicht irgendwie als Easter Egg oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Aber gut, die ganzen Planeten sind ja prozedural. Ich weiß nicht, ob die dann halt einen ganz normalen, stinknormalen Planeten eingebaut haben. Einfach so. Als Easter Egg. Das weiß ich gar nicht. Was ich wohl weiß, ist wohl, was so ein bisschen im Zentrum der Galaxie wartet und. Naja. Will da nichts versprechen. Ja, ja, mein Freund. Ich bin nicht für dich da. Ich bin für meine Pflanzen gerade da. Ich will mal gucken. Was war denn das jetzt nochmal? Was ist denn das? Wieso blendet das jetzt permanent ein hier? So, wo sind die Pflanzen? Da. Was brauche ich dafür? Hey, Tamium. Ah, guck mal.
Ich brauche Tamium. Ernsthaft. Wir brauchen 100 von dem Antrium. Okay, pass auf. Dann gehen wir auf Tamium-Reise und Antrium-Reise noch ein bisschen. Machen wir das noch. Da ist nochmal Zink. Können wir noch was mitnehmen? Ist sogar nachgewachsen. Das hatten wir vor einer Stunde, hatten wir das noch geholt. Ich wusste gar nicht, dass die Pflanzen nachwachsen nach einer Zeit. Das ist sehr interessant. Weil ich kann mich entsinnen, dass wir darüber geflogen sind, dass Zink geholt haben. Vor einer Stunde. Das ist ja interessant. So, wo ist es da drüben? Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir ein bisschen, bisschen Tamium wiederfinden. Das war ja, glaube ich, das kriegen wir, glaube ich, auch bei unserem Planeten, ne? War das so? Hallo? Der scannt uns schon wieder ab, warum auch immer. Soll mir aber egal sein, ich brauche die Pflanze. Das klingt falsch, wenn ich das so sage. So. Das nehme ich mit. Das wird keiner vermissen. Das auch. So. Ich werde aber an der Oberfläche bleiben und nicht in die Höhle gehen, weil Tamium wir eher an der Oberfläche finden als wie in Höhlen. Und da will ich jetzt keine großen... Da ist auch noch was Zink, guck mal. Keine großen Spaziergänge machen in den Höhlen. So, uah. Und wenn wir schon einmal hier unterwegs sind, dann werde ich den Zinkklumpen auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Aber wir brauchen für die Blöcke, also für die Setzkästen, für die Pflanzenkästen, brauchen wir Zink jede Menge. Habe ich vorhin noch gesehen. So, wo ist Tamium? Und gleich ein ganzer Haufen. Sehr schön. Jawohl. Auch 100 brauchen wir immer davon. Da ist noch mehr. Gehen wir mal in die Richtung, bleiben da mal dabei. So. Wahnsinn, wie viele Leute hier zuschauen, so zwischenzeitlich, ne? So die zwischendurch mal so 30, dann mal wieder so 15, dann mal wieder 20. Schon faszinierend. Weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der noch No Man's Sky spielt. Die anderen, ich spiele nicht mehr die Kacke. Hey, scheiße, ich spiele. Hat meine Erwartung nicht übertroffen. Ja. Wie gesagt, kann man sich drüber streiten. Ich find's toll. Ich könnte bis morgen früh spielen. Ist so. Ich hab da echt jetzt gerade voll den Spaß. Und euch dazu mitnehmen. Wenn ihr es möchtet. Hier unten ist irgendwie Tamium. Unter mir. Komischerweise. Alter Schwede. Wie das aussieht manchmal, ne? Ich finde das immer noch total hübsch. So, warte mal. Kriege ich das von hier unten? Nein! Was mache ich denn? Kann ich sogar von hier aus abbauen, das ist ja geil. So. Den zerstören wir mal, bevor der uns irgendwie ans Leder will mit seiner Peitsche. Und auch diese beruhigende Musik dann und dann hier solche Bilder so. Traum. Ein Traum. Minus 30 Grad. Da können wir ja echt froh sein, dass wir gerade minus 5 nur haben oder so. Oder minus 10. Aber minus 30, alter Schwede. Da gefriert ja die Lunge, wenn er da atmet. Scanner wird aufgeladen. Gehen wir mal ein bisschen auf Reise. Was ist das denn hier? Ah, irgendeine Pflanze. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Pflanze. Gibt es hier nochmal irgendwie... Da unten ist, glaube ich, Emeril oder so. Was ist das hier? Hiridium, ne? Ja, genau. Hiridium. Haben wir denn genug Platz noch im Inventar? Ja, wir haben jede Menge. Komm, ich nehme mal ein bisschen Hiridium mit. Was wir haben, haben wir.
Werden wir bestimmt nochmal brauchen. So, da nehmen wir natürlich alles mit hier oder jede Menge nehmen wir davon mit. Temperatur stabilisiert sich. Stimmt doch gar nicht. Ja doch. Wird wieder wärmer, weil es wahrscheinlich wieder Tag wird oder so. Die Grafik finde ich auch toll, aber bei größerer... Was? Bei Größe wäre High-End möglich gewesen. Achso, bei der Größe wäre High-End möglich. Ja, bei der Größe... Ja gut, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit den Prozeduralen ist, wie viel das braucht alles, ne? Kann ich dir so gar nicht sagen, ob das viel Rechenleistung braucht. Ich weiß nicht, wie das auf dem PC ist oder so, keine Ahnung, kann ich dir gar nicht sagen. Eigentlich wollte ich diesen Klotz gar nicht abgebaut haben, aber den habe ich jetzt einfach mal... Ist egal, komm. Was fahren wir? So. Da ist nochmal Tamium. Tamium. Ist das auch Tamium? Nee, das ist doch bestimmt wieder... Plutonium kann es nicht sein. Ich guck gleich mal. Was, kann man seinen Anzug auch verbessern? Ja, kann man. Du kannst eigentlich alles verbessern. Du kannst die Waffe verbessern. Ich habe die Waffe ja auch hier verbessert, dass der Bergbaustrahl länger hält. Also, dass der die Abklingzeit, ne, dass der nicht so schnell heiß läuft. Dein Raumschiff kannst du verbessern. Hier mit Antrieben, mit Schusswaffen und tralala. Hier der Anzug habe ich zum Beispiel. Hier Gefahrenschutz, Wärmeschutz und so. Kann ich hier... Wärmeschutz, Strahlenschutz habe ich, dass der Strahlenschutz erstmal, bevor erstmal die eigentliche Strahlenschutz vom Anzug weggeht, habe ich zwei Dings drin. Jetpack kannst du verbessern. Beatmungsgerät, ich kann unter Wasser, kann ich länger atmen. Und solche Sachen, ne? Iridium, Alter. Krass. Und jetzt schuppt mich gleich der. Yay! Tot, nicht gespeichert. Ich könnte echt gleich mal speichern, ne, apropos. Bevor wieder irgendwie das Spiel abstürzt oder so. Was, und in den USA wird heute eher wohl No Man's Trump gespielt. Ich weiß gar nicht, was alle gegen Trump haben. Ich finde den geil. Der zieht wenigstens genau sein Ding durch. Na? Ich finde Trump gar nicht mehr so schlecht. Ich hätte sowieso nie gedacht, dass der das schafft, dass der an die Macht kommt. Hätte ich nie gedacht. Weil die ja alle so dagegen gewirtschaftet haben. Aber, gut. Das ist ein... Oh, jetzt wird's heiß. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist Politik. Ich glaube nicht, dass ich das hier thematisieren möchte. Das gehört, glaube ich, nicht hier auf die Plattform. Oh, jetzt kommt der Sturm. Ich möchte mich am liebsten jetzt hier so eingraben wie Wally. Quasi. So, ich trinke nochmal ein Schlückle. Prost. Von meiner leckeren Apfelschorle. La la la. La 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 la. Sollten vielleicht mal schleunigst eine Höhle finden. Die waren doch vorhin so viele gewesen. Wo sind die alle hin?